eToro präsentiert den Spieltagscheck. Moin und herzlich willkommen zum Spieltagscheck vor der Partie gegen den SC Paderborn. Wir treffen am Sonnabend hier zu Hause im Volkspark um 13.30 Uhr auf die Nordrhein-Westfalen. Darüber und über viele andere Themen wollen wir heute sprechen mit unserem Linksverteidiger Miro Muheim. Moin Miro. Moin. Miro, du kommst gerade draußen vom Trainingsplatz. War eine kleine Schneeeinheit wahrscheinlich draußen. Wie hast du es erlebt draußen gerade? Ja, also der Platz war geräumt und wir haben einfach gespielt. Eine halbe Stunde, 11 gegen 11, und hat echt Spaß gemacht, ja. Du musstest im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf frühzeitig verletzt ausgewechselt werden und dann noch ein paar Tage kürzer treten. Wie geht's dir jetzt? Bist du fit fürs Wochenende? Ja, mir geht's wieder gut. Also die paar freien Tage haben auch gut getan. Und ja, ist alles wieder erholt und ich fühle mich gut und bin bereit, ja. Wir wollen gleich noch sprechen über deine Vertragsverlängerung und über alles Weitere, was in der Länderspielpause hier im Volkspark geschehen ist. Aber das machen wir erst nach unserer Rubrik Unser HSV. Es war die wohl winterlichste Länderspielpause der Saison. Dennoch herrschte rund um den Volkspark keine Eiszeit, sondern es war einiges rund um unseren HSV los. Vergangene Woche war Viborg FF zu Gast auf unseren Trainingsplätzen für ein Testspiel. Die torreiche Partie endete mit einer 4:5 Niederlage für die Rothosen, aus der einige Erkenntnisse gezogen werden konnten. Ja, erste Halbzeit, da haben wir uns schwer getan. Ich denke, wir sind nicht gut ins Pressing gekommen. Dadurch hatten die anderen viel mehr den Ball und kassieren natürlich auch Standardtore, die so nicht fallen dürfen. Ja, und dann haben wir uns, glaube ich, auch alle ein bisschen gewundert, dass zur Halbzeit 0:5 stand. Also ich denke, ich habe noch nie zur Halbzeit 0:5 hinten gelegen. Ja, also da haben wir dann aber in der Halbzeitpause uns klar besprochen, woran das lag, dass es eigentlich nur kleine Fehler waren und dass wir auch in der ersten Halbzeit eigentlich gute Umschaltmöglichkeiten hatten, die wir leider nicht genutzt haben. Und ja, dann sind wir aus der zweiten Halbzeit rausgekommen und haben es, denke ich, umgesetzt. Und wir haben gesagt, die zweite Halbzeit geht von 0:0 los. Und insofern haben wir die zweite Halbzeit dann 4:0 gewonnen. Auch wenn es insgesamt leider eine 4:5 Niederlage war, denke ich, dass man aus der zweiten Halbzeit einiges mitnehmen kann und aus der ersten Halbzeit einiges lernen kann. Personell verzichten musste Tim Walter neben den Nationalspielern auf Daniel Heuer-Fernandes, Tom Mickel und Jan Jamra, die allesamt am Coronavirus erkrankten. Allerdings konnten zumindest die beiden Keeper im Laufe der Woche zurück auf den Trainingsplatz kehren und stehen damit am Sonnabend gegen den SC Paderborn zur Verfügung. Das Heimspiel ist der Auftakt zu insgesamt 7 Spielen im April, für die unser Trainer die Marschroute vorgibt. Ja, gewinnen ist der nächste Weg. Ja, erstmal am Samstag gegen Paderborn. Alles andere interessiert uns nicht. Ja, also wir wollen schon ein paar Dinge besser machen. Ja, aber wir wissen schon, was wir können. Wir sind überzeugt von uns. Ja, aber wir wissen genauso, dass wir an ein paar Stellschrauben drehen müssen, um wieder eine mehr positive Energie auf den Platz zu bekommen. Aber da bin ich mir sicher, dass das die Jungs dann auch machen werden am Samstag. Außerdem gibt es für 3 unserer Jungs erfreuliche Nachrichten. Miro Muheim, Maximilian Rohr und Moritz Heyer verlängerten ihre Verträge und bleiben dem HSV in den nächsten Jahren erhalten. Ja, Miro, zu Beginn der Länderspielpause hast du deinen Vertrag hier langfristig bis 2025 verlängert. Was hat dich dazu bewegt, den Schritt jetzt schon innerhalb der Saison zu gehen? Ja, ich fühle mich hier sehr wohl mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam und ja, die Entwicklung war positiv in den letzten Monaten. Ich habe meine Leistung, finde ich, immer gesteigert und ich denke, ich kann der Mannschaft helfen und ja, mir gefällt es. Deshalb habe ich mich entschieden, dann längerfristig hier zu bleiben. Du hast die Entwicklung jetzt schon angesprochen. Du hast dich auf der linken Seite wirklich festgespielt über die letzten Monate mit einer kleinen Ausfallzeit zwischendurch. Wie beurteilst du deine sportliche Entwicklung jetzt über die letzten Monate? Ja, eben, ich denke, am Anfang waren die Leistungen noch etwas durchzogen. Ja, war schwer am Anfang reinzukommen. Und dann denke ich, mit jedem Spiel wurde das besser. Und natürlich habe ich noch viel Potenzial nach oben. Und ich arbeite jeden Tag hart an mir und versuche, dem Team zu helfen. Ja. Du sprichst Potenzial nach oben an. Wo siehst du in deinem Spiel die nächsten Entwicklungsschritte, die du machen kannst? Ich denke sicher im Spiel nach vorne. Mehr Assists, vielleicht auch mal ein Tor. Ja, da habe ich sicher noch Verbesserungspotenzial. Ja.
Da versuchst du es auch gerne aus der zweiten Reihe. Ist das so eine Stärke von dir, auch der Schuss aus der Distanz? Ja, ich denke, ich habe sicher einen guten Schuss. Eben habe den noch ein bisschen zu wenig gezeigt. Versuche natürlich mehr in die Situation zu kommen, wo ich dann auch in den Abschluss gehen kann. Und dann schauen wir mal. Wenn wir auf dich privat gucken, du bist jetzt knapp 9 Monate hier in Hamburg. Wie heimisch fühlst du dich mittlerweile hier im hohen Norden? Ich fühle mich sehr wohl. Meine Wohnung gefällt mir sehr. Ja, Hamburg ist eine tolle Stadt. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen, gibt aber sicher noch viel zu sehen. Ja, und ich freue mich drauf. Sehr. Wie verbringst du deine Freizeit auch hier in Hamburg und hast du vielleicht schon einen Lieblingsort oder Ähnliches hier gefunden in der Stadt? Ja, ich bin viel in der Stadt unterwegs, überall an der Elbe, im Zentrum, ein bisschen shoppen, an der Alster gefällt es mir auch sehr. Ich gehe mit meiner Freundin oft auch ins Kino oder so oder essen auswärts. Und da gibt es sehr viele schöne Orte. Gibt es so einen Ort auch, wo du wirklich abschalten kannst und Pause machen kannst vom Fußball? Ja, zu Hause. Genau, Pause ist nämlich da ein ganz gutes Stichwort. Wir kommen nämlich jetzt aus der Länderspielpause und die wird ja manchmal unterschiedlich gesehen. Manche Spieler sagen, sie hilft nicht so sehr, weil man aus dem Spielrhythmus kommt. Für manche tut einen die Pause auch ganz gut. Wie beurteilst du solche zweiwöchige Pause? Also ich habe das Gefühl, dass es mir gut tut, mal eben 2-3 Tage abzuschalten und dann wieder zurückzukommen. Ja, ich fühle mich dann immer gut und erholt und von dem her, ja, passt das. Manche nutzen das auch manchmal so als einen Restart, quasi so eine Länderspielpause. Welche Möglichkeiten bietet sie da eben, wenn du 2 Wochen lang mal nur durchtrainierst, beziehungsweise auch noch ein Testspiel mal zwischendurch hast? Also ich gehe dann oft nach Hause in die Schweiz und treffe dann meine Familie, meine Freunde. Und das tut sehr gut für den Kopf, ein bisschen frischen Wind. Und ja, ist einfach schön, auch mal zu Hause zu sein. Und sportlich auf dem Trainingsplatz, gibt es da dann Möglichkeiten, um Dinge nachzujustieren oder auch sich anders auszurichten für den weiteren Saisonverlauf? Also nach der Pause? Genau, oder während der Pause. Während der Pause. Ja. Ja, also taktisch kann man natürlich immer dann Sachen auch anschauen. Ich persönlich während diesen 2 Tagen, die ich frei habe, mache ich nicht viel, weil ich eben meinen Kopf ein bisschen lüften will. Aber es gibt sicher Spieler, die schauen sich dann Szenen an und analysieren das. Und das kann sicher auch helfen. Aus der Länderspielpause raus geht es jetzt in einem wahrlich heißen April mit insgesamt 7 Spielen, inklusive dem DFB-Pokal-Halbfinale hier zu Hause gegen den SC Freiburg. Wie groß ist erstmal die Vorfreude bei dir jetzt auf so einen heißen Monat? Ja, sehr groß. Ich meine, wir alle spielen am liebsten die Spiele. Training ist natürlich auch nicht schlecht, aber wenn man so viele Spiele hat, dann freut man sich drauf und sind natürlich auch sehr, sehr geile Spiele. Wir wollen natürlich so gut wie möglich abschneiden und die Punkte holen und ja. Dabei haben wir auch innerhalb von 17 Tagen 4 Heimspiele. Welchen Faktor können auch die Fans hier zu Hause ausmachen? Oh, ich denke, einen sehr großen. Ja, wir freuen uns alle extrem, dass wieder mehr Fans kommen können. Ja, die pushen uns und ich habe es ja noch nicht so oft erlebt, dass so viele Fans im Stadion sind und das wird sicher gut. Welche Rolle spielt es da auch, dass diese Spiele Schlag auf Schlag kommen, wie in englischen Wochen, dass gar nicht so viel Zeit zwischen den einzelnen Spielen ist? Ja, man kann sich natürlich in den Lauf spielen und man hat nicht viel Zeit, über die letzten Spiele nachzudenken. Man muss die abhaken und direkt zum neuen übergehen und das kann positiv sein. Den Start machen wir am Wochenende gegen den SC Paderborn. Was erwartest du da erstmal für ein Spiel? Ja, ich denke, es wird ein hartes Spiel, wie jedes Spiel, umkämpft. Und ich bin mir aber sicher, wenn wir unser Spiel durchziehen und alles geben zusammen als Team, dann können wir diese Partie positiv gestalten. SC Paderborn ist ja auch eine sehr offensiv starke Mannschaft. Was kommt da dann auf euch als Verteidigungsreihe zu? Worauf müsst ihr achten hinten? Ja, wie immer, defensiv kompakt stehen, wenig zulassen und offensiv unsere Tore machen.
Miro sagt es, offensiv unsere Tore machen, und worauf wir noch beim SC Paderborn schauen müssen, darauf gucken wir jetzt im Gegnercheck. Nach der länderspielbedingten Pause in der Liga empfängt unser HSV am Sonnabend den SC Paderborn im Volksparkstadion. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok konnte aus den vergangenen 10 Ligaspielen zwar 12 Punkte holen, kam unmittelbar vor der Länderspielpause aber ein wenig ins Straucheln. Seit 2 Spielen ist der Tabellenachte nun sieglos. Sorgen um einen möglichen Abstieg müssen sich die Ostwestfalen mit 37 Punkten nach 27 Spielen aber vermutlich nicht mehr machen. Unsere Jungs können sich am Sonnabend dennoch auf ein torreiches Spiel gegen den SCP einstellen. Das Torverhältnis der Paderborner aus den letzten 5 Ligapartien lautet 8:10. Zudem haben der SC Paderborn und unser HSV die zweit- bzw. drittbeste Chancenverwertung der Liga. Besonders stark zeigten sich die Ostwestfalen zuletzt nach Rückständen. Insgesamt 12 Punkte holte das Team von Trainer Kwasniok, nachdem ihr Gegner in Führung gegangen war. Zum Ligaauftakt nach der Länderspielpause erwartet unsere Jungs also direkt ein intensives Duell im Volksparkstadion. Wir sind zurück im Volkspark und jetzt geht es in die Crunchtime für Miro. Du kennst die Regeln natürlich schon, für alle anderen erkläre ich sie nochmal. Miro hält gleich 60 Sekunden lang den Ball hoch. Ich stelle ihm dabei ein paar Fachfragen zu seiner Karriere, zum HSV und zu Fußball aus aller Welt. Wenn der Ball runterfällt, ist es vorbei. Und Miro, du warst in der Hinrunde ja schon mal bei uns zu Gast. Damals waren es 6 richtige. Was ist dein Ziel für heute? Mehr. Mehr. Es gibt einige Jungs, die sind Spitzenreiter mit 9 Punkten. Greifst du da die 10 an, oder? Schauen wir mal. Ich will jetzt nicht überheblich klingen. Aber. Genau, ich würde sagen, ich zähle gleich runter. Miro, du bist bereit? Ja. Dann zähle ich runter und es geht los in 3, 2, 1 und los. Wer ist aktuell Tabellenführer der Schweizer Super League? FC Zürich. Korrekt. Wie viele gelbe Karten hast du aktuell in dieser Saison? 4. Korrekt. Was sind die Vereinsfarben vom SC Paderborn? Blau-Weiß. Schwarz und Blau. Paderborn hat statistisch eine bessere Offensive als der HSV. Wahr oder falsch? Falsch. Das ist korrekt. In den letzten 4 Partien zwischen dem SC Paderborn und dem HSV sind mehr oder weniger als 16 Tore gefallen? Weniger. Sind mehr. Bei wie vielen Siegen in der aktuellen Saison hast du auf dem Platz gestanden? 8. 7 sind's. Welchen Platz belegte die Schweiz in der WM-Qualifikation in seiner Gruppe? 2. 1. Welchen Tabellenplatz belegt der SC Paderborn aktuell? 7. 8. Wer ist Topscorer unserer Mannschaft? 2 Punkte sind's am Ende, Miro. Reicht nicht ganz, ja. Reicht nicht ganz für die Tabellenspitze. Viele bittere Sachen mit dabei, immer um einen vertan. Wie sieht's in dir aus danach? Ja, bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, ich weiß ein bisschen mehr. Aber waren auch schwere Fragen. Viele gemeine Zahlenfragen. Geben wir mal in die Redaktion weiter, was da los war. Also gut. Ansonsten bedanke ich mich natürlich, dass du heute hier mit dabei warst. Danke dir. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zusehen heute. Sagen wie immer nur der HSV und tschüss, bis bald.